Rudi? Wenn du nur ein Wort sagst. Du weißt, was dann passiert. So, und jetzt. Mach weiter. Jesus ist tot, doch bei Padre Benedetto ist noch alles im Lot. Liebe Katholiken und Katholikinnen, ich weiß nicht, ob Sie Gene Roddenberry kennen. Gene Roddenberry war der Erfinder von Star Trek und bleibt der Nachwelt vor allem dadurch in Erinnerung, dass er eine katholische Erfindung abgekupfert hat. Er hat unerschrockene Kämpfer in lustige Anzüge gesteckt und in Zungen reden lassen. Allerdings zeichnet er auch für ein unfassbares Zitat verantwortlich, nämlich: Wir müssen die Storylogik in Frage stellen, dass wir einen allwissenden, allmächtigen Gott haben, der fehlerbehaftete Menschen erschafft und diese dann für seine eigenen Fehler verantwortlich macht. Gene Roddenberrys Aussage, dass ein allmächtiger Gott für die Taten seiner eigenen Geschöpfe verantwortlich zeichnet, ist von der Art bemerkenswerter Schlichtheit, dass sie sogar jeden Laien und jedes Kind verstehen könnte. Alleine deshalb kann sie natürlich gar nicht richtig sein. Dies zeigt eben vielmehr die beschränkte Sichtweise eines Atheisten. Gottes Wege sind unergründlich und mit unserer limitierten Befähigung zur Logik bestimmt nicht in seiner Gesamtheit erfassbar. Der unfehlbare Gott hat nicht nur uns fehlerbehaftete Menschen erschaffen, sondern auch uns, den Klerus, uns. Gottes Profis hat er auf die Welt gesetzt, um die Laien lautstark und pausenlos auf ihre Fehler aufmerksam zu machen. Es ist ein Mythos zu glauben, wir Priester seien hier, um den Menschen die Angst zu nehmen. Im Gegenteil, wir sind hier, um Angst zu verbreiten, wo immer und wann immer es geht. Ohne Angst würde die Unmoral regieren und ohne die christliche Moral wäre der Hunger nicht besiegt und es gäbe heute noch viele Plätze auf Erden, wo Menschen noch völlig unverschuldet an eigentlich heilbaren Krankheiten dahinsiechen. Darf ich Sie zum Beispiel an die Caritas erinnern? Diese gesegnete Organisation der Katholiken existiert und hilft in der Welt und dies fast ohne katholisches Zutun. Die katholische Kirche trägt nämlich weniger als 2 kleine Prozent für das Spendenaufkommen der Caritas bei. Dies nenne ich Effizienz. Denn es sind fast ausschließlich private und staatliche Spenden, die dazu beitragen, dass überall in der Welt fast zu Nulltarif der gute Ruf der Katholiken und der katholischen Kirche verbreitet werden kann. So gelingt es uns, selbst von den allerärmsten Ländern mehr Spendengeldern
Gelder in Richtung Rom fließen zu lassen, als umgekehrt. Und das Beste daran, die Welt nimmt davon keine Notiz. Und warum? Weil es keine maßgebliche Partei und kein Leitmedium in irgendeinem westlichen Land wagt, richtig lautstark gegen die Kirche zu protestieren. Denn irgendwo im Hinterkopf schlummert es bei allen. Und wenn der Papst doch der Stellvertreter Christi ist. Sie sehen also, Angst ist gut. Und darum hat Gott uns wirklich gesandt, um Angst zu verbreiten. Manche Laien meinen in ihrer lämmischen Arglosigkeit, wir seien gekommen, um die frohe Botschaft zu überbringen. Denn sie glauben, was wir ihnen erzählen. Was aber wirklich passiert, das wissen nicht die Laien, sondern die Profi Gottes. Und darauf sind wir von der katholischen Kirche einzig abonniert. Wir Priester, Bischöfe, Äbte, Kardinäle und Päpste vom Heiligen Stuhl in Rom. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir sind so mächtig, dass wir sogar Möbelstücke heilig sprechen können. Brody, nicht jetzt, du bist nicht am Schaffen dabei. Jetzt hast du ihn rausgebracht. Wo bin ich? Ah ja. In nome Patris et Filis et Spiritus Sancti per legalizzazione della Maria Juana. Vater! Freis! Hast du schon aufgeräumt? Weißt du, für Sauerei da mecken? Hau mir den Huren, geschmier da!